Name Hector. Das ist zu weit, ne? Ach, sie ist wieder runtergefallen. Ey, das ist doch... Ne, ich habe sie noch in der Hand, deswegen. Das geht nicht immer mit dem Rechtsklick loslassen anscheinend. Mann. Hallo. Hector Name. Name Hector. Was ist los? Mann. Das ist eine Fummelei. Eieiei. Aber jetzt müsste ja trotzdem gehen. Obekone. Habe ich jetzt ein bisschen seltsam ausgesprochen, ne? Aber könntest du dich mal anders so gerade so? Wäre nicht schlecht. Ne? So. Obekenu. Ah. Das müsste doch besser gehen. Ziehen wir mal direkt da drauf und dann Name Hector. Junge. Fummelei. Fummelei. Obekenu. Ja, das würde gehen. Ich krieg das nur von da oben nicht hin. Mann! Obekenu. Neuer Versuch. Hopp! So, mal hier hinstellen. Vielleicht habe ich dann ein bisschen mehr Zeit. Named Hector. Jetzt bin ich da runtergefallen. Oh, verdammt. Wo ist da Licht? Hm. Obekenu. Ich darf mich also auch nicht zu nah an die Säule hier stellen. Hector Name. Komm näher. Weil dann bleibe ich an der Säule hängen. Das ist also auch nicht so geschickt. Name Hector. Ja, es hat geklappt. Und den würde ich aber allerdings auch noch ein bisschen höher wünschen. Obekenu. Kann ich so weit springen? Oh doch, das müsste klappen, ne? Opunobe. Drückt mir die Daumen. Verdammt. Alter. Ich war drauf. Ich war doch drauf. Obekenu. So, jetzt klappt das hier wieder 20 Mal nicht. Hector Name. Ne, falsche Richtung. Name Hector. Doch, hat geklappt. Oh, hat direkt geklappt. Vielleicht brauche ich gar keinen Anlauf. Ich hatte nämlich jetzt, weil ich gedacht habe, ich springe zu weit, bin ich einen Schritt zurückgegangen. Scheiße, ich brauche Anlauf. Oh Mann. Das dürfte unser letzter Versuch sein, ey. Danach ist Tod angesagt. Obekenu. Oder ist hier Wasser? Ist hier Wasser? Kann ich mich irgendwo heilen? Leg ich mal dahin. Da unten kam doch Wasser.
aus der Wand. Das wird mir aber nicht reichen. Yigamide. Nö. Ist hier irgendwo eine Pfütze? Wo fließt denn das Wasser hin? Ectolame. Falsch. Mumetial. Wo fließt denn das Wasser hin? Das kann doch nicht... Ach, das hier drinnen entlang. Da eine Säule verschwindet? Ah ne, das geht unter der Säule durch. Verschwindet aber doch hier irgendwo. Ah, wahrscheinlich darunter. Ah, verdammt. Ich hatte jetzt gehofft, ich könnte mich hier irgendwo heilen. War das auch wieder nicht? Falsche Richtung. Ne, muss richtige Richtung sein. Ach da. Hallo, wo hänge ich denn jetzt fest? Na gut, dann halt. Ne? Risiko, das nächste Mal auf die Schnauze fallen, weil es tot. Wo habe ich denn die Vase hingelegt? Da. Obe genu. Name Ecto. Das klappt mittlerweile recht gut, muss man sagen. Okay. Nochmal, drückt mir die Daumen. Diesmal muss ich was ruhiger bleiben. Und hopp. Ja, und reicht das jetzt? Alter. Tatsächlich. Es ist auch Wahnsinn. Ach, das ist ein Zauberunterbrecher. Irgendwie habe ich so ein bisschen Muffen vor den Platten hier, aber das ist anscheinend nichts. Ist auch ein Zauberunterbrecher da? Was war das? Ich habe doch gar keinen Zauber aktiv. Oha. Wow. Wow. Wir haben einen coolen Bereich gefunden. Direkt mal schnell speichern. Ja, überschreiben. So. Da ist schon mal ein Zeichen der Herrschaft, was irgendwas tun wird. Hier ist auch ein Zeichen der Herrschaft. Alter. Das würde ich jetzt gern lesen können. Aber anscheinend kann ich es nicht lesen. Warum nicht? Ich habe die Sprache doch gelernt. Ist hier irgendwo Wasser? Ich höre es doch plätschern. Da hinten. Oh wow, was ist denn das? Okay. Das sieht auf jeden Fall heftig geil. Hier sind mehrere Zeichen der Herrschaft. Wasser, Wasser, wo plätscherst du hin? Ich hätte gern Wasser. Ich komme da nicht dran. Ist überall Feuer. Was sind das für Schalen hier? Was ist das da über den Schalen? Kann ich da was? Ja. Rune of Telekinesis. Rune of Telekinesis? Wird das da auch sein? Ja. Ich muss also mit Telekinese hier irgendwas machen? Alter. Die Schalen hier ins Wasser stellen?
Oder so? Hab ich jetzt? Ach, ich habe bestimmt die Vase hier verschoben. Ich habe nämlich gerade was gehört. Obe Kenu. Obe Kenu. Nö. Obe Kenu. Ach. 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 Ich sehe ja jetzt nichts. Moment. Denn mein Tagebuch wurde aktualisiert. Okay. Opunobe. Nö, geht damit nicht. Aber die Schale ist jetzt hier unten. Jegamide. Jegamide. Nee, reicht mir nicht, um mich zu heilen. Ich kann da anscheinend nichts machen. Hier ist überall Wasser drin. Zeichen der Herrschaft könnte ich noch ausprobieren. Aber gucken wir erstmal ins Tagebuch, ne? Et de libre sens. Schade, nicht übersetzt. Na schön. Tree seem... Sehr. Wie komme ich jetzt auf Tree? Meine Fresse. There seems to be a source of water in that tunnel. But I can't get there. If I don't know how to get there yet, there is no point washing time here. Wasting time here. If I don't know how to get there yet, there is no point wasting time here. Wenn ich nicht weiß, wie ich das jetzt bekommen soll, gibt es keinen Grund, hier weiter die Zeit zu verschwenden. Ist das jetzt ein Hinweis darauf, dass wir woanders hingehen sollten, um was zu lernen? Oder ist das einfach nur ein Hinweis darauf, dass wir hier jetzt ein Rätsel haben? Was machst du? Dialuda. Dialuda. Ach, du stellst das anscheinend nur wieder zurück, ne? Okay. Und du? Tialuda. Du stellst das zurück. Und du? Tialuda. Oder? Was das? Es sieht auf jeden Fall cool aus. Bleibt das an? Scheint so. Was immer es macht, es bleibt an. Was ist das? Nichts. Was ist da oben drin? Ja, ein roter Kristall oder sowas. Was haben wir hier für einen Hinweis? Das ist garantiert ein Hinweis. Der mir aber jetzt partout nichts sagen will. Und das kann ich ja anscheinend nicht lesen. Ja. Noch höher? Warum kann ich eigentlich hier immer so hoch gehen? Das hat doch bestimmt auch einen Sinn. Obe Kenu. Ach, nur so ein bisschen runter geht anscheinend nicht, oder? Obe Kenu. Doch, es geht noch weiter. Würde ich sagen, es ist jetzt ganz unten. Ja.
Frage ist, ich habe schon wieder was gehört. Ist hier eine Vase? Nee, wo ist denn die Vase? Ich habe doch schon wieder was bewegen gehört. Warst du das wieder? Ja, ich glaube ja. Hm. Nee, da oben. Obe Kenu. Ganz unten. Das da hinten ist aber auch ganz unten, obwohl ich es gar nicht... Warum? Obe Kenu. Obe Kenu. Warum bist denn du mit runtergegangen?